Hallo, ich bin Heiko. In dieser Folge geht es um ein brandaktuelles Thema Energiesparen und Stromverbrauch. Und wir haben da mal so ein paar Sachen getestet und probiert und gemessen. Die hat tatsächlich noch niemand vorher gemacht, zumindest nicht nach meinem Wissen. Bevor wir aber in das Thema Stromsparen reingehen und wirklich die Technik im Aquarium Schritt für Schritt mal durchgehen, von der Abdeckung bis zur Unterlage, gehen wir mal ins Sea Life Center in Speyer, denn die sind ja ein großer Stromverbraucher mit Aquarien und hören uns mal an, was die für Gedanken haben zum Stromsparen und auch zum Stromverbrauch. Das war nämlich ganz interessant. Hallo Arndt. Guten Morgen. Arndt, du bist hier im Sea Life Center in Speyer Kurator. Was machst du da? Also man kann es ein bisschen mit einem Museum vergleichen. Das ist so der Ausstellungsleiter. Das heißt, in meinem Falle ist es so, dass ich hier für die Technik der Aquarien und für das Gesunderhalten der Tiere zuständig bin. Und du musst auch den Energieverbrauch verantworten? Verantworten zum Glück nicht, aber im Auge behalten. Ja, okay. Ja. Und wir haben natürlich einige Sachen, die ordentlich Strom verbrauchen. Was ist da die Nummer eins? Nummer eins ist Kühlung, ganz klar. Also wir müssen nicht die Heizung? Nicht die Heizung. Die braucht nicht so viel. Also das Kühlen ist für uns doch aufwendiger, als wenn wir das Wasser aufwärmen müssen. Okay. Und habt ihr auch Gedanken in Richtung Energie einsparen? Wo ist Potenzial? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also eine zum Beispiel, die wir auch direkt nutzen, ist zum Beispiel, wenn wir die Tiere jetzt aus den einheimischen Bereichen nehmen, die haben große Temperaturtoleranzen. Das heißt, wir müssen normalerweise runter bis auf 6 Grad oder 4 Grad Wassertemperatur, ja, was wir nicht machen. Also wir bleiben dann ein paar Grad da oben drüber, was die Tiere wunderbar vertragen. Und dadurch können wir eine ganze Menge Energie sparen. Wie sieht das beim Thema Beleuchtung aus? Habt ihr schon auf eine gute LED-Beleuchtung umgestellt? Wir sind gerade genau dabei, weil wir haben bisher sehr viele Quecksilberdampflampen, die sehr viel Strom verbrauchen. Mit maximal wie viel Watt? 250 Watt. Wir hatten sogar früher welche mit 400 Watt, die haben aber schon rausgeworfen. Und wir sind jetzt gerade dabei, für die Aquarien halt LED-Beleuchtungen zu suchen. Okay. Und wichtig sind natürlich die Faktoren, die 24 Stunden laufen. Das wären Pumpen wahrscheinlich. Genau, die großen Hauptförderpumpen bei uns. Und die Kühlung. Und die Kühlung natürlich. Ja. Und die großen Förderpumpen, die haben 4,8 oder 5 kW. Die laufen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Kann man sich ausrechnen, was da zusammenkommt. Das heißt, so ein Aquarium zu Hause mit 60, 80, 100 Zentimeter ist eher ein Witz vom Stromverbrauch. Überschaubar. Genau. Überschaubar, genau. Denn das ist das Thema auch dieses Films, dass wir einfach mal zeigen wollen, wie wenig Energie verbraucht wird oder wo kann man Energie wirklich einsparen. Richtig, genau. Dankeschön, dann wünsche ich euch viel Erfolg bei eurem Umbau. Sehr gerne. Ein bisschen Energiesparen. Vielen Dank. Gerne. Ja, wir kommen jetzt aus dem Sea Life zurück und da haben wir ja zwei ganz interessante Sachen gehört. Natürlich nicht, dass das alles so teuer ist mit dem Strom. Aber interessant war, die höchsten Stromverbräuche, was eigentlich logisch ist, sind immer die, die 24 Stunden laufen. Und das sind die Pumpen und das ist die Heizung oder die Kühlung. Und im Aquarium sind diese Dinge tatsächlich ein bisschen verschoben. Das ist nicht ganz so, wie wir das im Sea Life gerade gehört haben. Erstmal, wenn wir uns mit Stromverbrauch beschäftigen, wenn wir was optimieren wollen, wenn wir irgendwas idealisieren und verbessern wollen, brauchen wir einen Wert. Und dafür ist eine Strommessuhr erstmal die beste Maßnahme. So eine Strommessuhr hilft uns zu verifizieren, wie hoch ist tatsächlich der Stromverbrauch. Und das wird in Watt angezeigt. Es kann aber auch schon, man kann den Strompreis häufig direkt eingeben und dann wird es sogar in Cent angezeigt oder in Euro, je nachdem, in welchem Zeitrahmen das Ganze ist. Das ist natürlich ideal. Dann wissen wir, worüber wir reden. Wir sehen mal, was ein Heizer wirklich verbraucht und so weiter. Da gehen wir gleich drauf ein. Was wollen wir heute alles machen? Also wir wissen jetzt, wie wir das Ganze überhaupt erstmal messen können. Wir gehen alles am Aquarium mal durch, wo wir optimieren können. Die Beleuchtung, die Filterung, die Heizung, der Bodenheizer, Isolierung. Diese ganzen Faktoren spielen für uns eine Rolle, wenn es um Thema Energiesparen geht. Und das machen wir jetzt mal gleich. Ja, Strommessuhr ist klar. Jetzt geht es natürlich noch darum, wenn wir jetzt irgendeinen Wert haben, wir wissen, wir verbrauchen 100 Watt in der und der Zeit. Was kostet das? Wir können es im Kopf rechnen. Ich bin schlecht im Kopf rechnen. Aber dafür gibt es online ganz tolle Stromrechner. Da könnt ihr auch wieder die aktuelle Kilowattstunde eingeben, was die kostet. Dann gebt ihr ein, wie viel Watt hat eure Beleuchtung?
wie lange leuchtet die Beleuchtung, auf wie viele Stunden habt ihr die gestellt, und dann errechnet er euch das pro Tag, pro Stunde, pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr, so wie ihr das haben wollt. Und dann habt ihr wirklich mal einen Überblick und seht, wie viel Strom wirklich verbraucht wird, und es sind nicht irgendwelche wirren Werte, die wir da hören. Und gerade dies Hörensagen ist ganz gefährlich. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ein Aquarium verbraucht wirklich deutlich weniger, als die meisten glauben. Das wird falsch angenommen, dass diese Werte so hoch sind. Wir beginnen mal mit dem Faktor, der tatsächlich am meisten Energie einsparen kann oder andersrum am meisten Energie kosten kann. Das ist die Beleuchtung mit der Abdeckung und der Abdeckscheibe, falls sie vorhanden ist, oder auch die Abdeckung, die auf der Abdeckung ist, also die Abdeckplatten. Dieser ganze Bereich ist tatsächlich beim Energieverbrauch der interessanteste. Man denkt manchmal in andere Bereiche, Isolierung und so weiter, kommen wir später noch zu. Nein, es ist tatsächlich die Abdeckung. Wenn wir im Sommer eine geschlossene Abdeckung haben, ich nehme mir mal ganz kurz die Platten dafür, wenn wir eine geschlossene Abdeckung haben im Sommer, erwärmen wir das Wasser ganz klar noch zusätzlich und eine Kühlung macht wenig Sinn. Deswegen müssen wir unterscheiden zwischen Sommer und Winter. Wir beginnen mal mit dem Sommer. Es ist warm, das Wasser erwärmt sich. Das allererste, die allererste sinnvolle Maßnahme ist ganz klar, die Abdeckung zu entfernen. Wenn wir jetzt Leuchtstoffröhren haben, wird das eventuell schwierig, je nachdem, wie die in der Abdeckung angebracht sind. Wenn wir einen Leuchtbalken haben, der vielleicht noch drauf liegen kann, ohne dass er reinfällt, dann bitte diese Version wählen. Oder wenn ihr LED-Beleuchtung habt, dann hängt ihr einfach den LED-Leuchtbalken oben auf das Aquarium, ohne Umrundung, ohne irgendetwas, idealerweise sogar ohne Abdeckscheiben, die manchmal noch unten drunter sind, weil wir dann zwar eine höhere Verdunstung haben, aber genau diese Verdunstung ist das, was uns Kühlung bringt. Kennen wir vom Fahrradfahren? Wir waren schwimmen im See, fahren Fahrrad und die nasse Haut, die Feuchtigkeit verdunstet und es fühlt sich sehr kalt an, das ist die Verdunstungskälte. Und die können wir uns hier zunutze machen, genau wie bei Ventilatoren, die für eine Kühlung verwendet werden. Und das ist ein toller Effekt, den wir genau im Sommer brauchen. Nummer eins. Nummer zwei, wenn wir schon beim Thema Beleuchtung sind, es macht durchaus Sinn, Leuchtstoffröhren mit LED zu ersetzen, denn bei einer Röhre funktioniert das noch nicht, aber bei vielen Aquarien haben wir zwei Leuchtstoffröhren und eine LED ersetzt mindestens zwei Leuchtstoffröhren von der Leuchtkraft her. Und dadurch ist es ganz spannend zu sagen, Mensch, bisher habe ich zwei Leuchtstoffröhren mit so und so viel Watt gehabt, die ersetze ich mit einer LED mit so und so viel Watt, da habe ich unter Umständen tatsächlich 50% Einsparung. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und da die Beleuchtung um die 10, 12 Stunden oder 8 bis 12, da können wir noch ein bisschen drüber reden, an ist, haben wir da natürlich ein tolles Einsparungspotenzial. So, Röhre wieder weg, wir machen mit LED weiter. Also Sommer ganz klar, wir wollen Verdunstung. Ja, wir müssen da mal ein bisschen Osmosewasser nachkippen oder ein bisschen Wasserstand regulieren. Alles klar, aber der Vorteil, der ist gigantisch. Jetzt kommen wir zur Wintersituation. Jetzt wollen wir genau das Gegenteil. Es macht Sinn, Abdeckscheiben drauf zu haben, um, das gilt jetzt natürlich nicht nur für den harten Winter, sondern tatsächlich auch fürs Frühjahr, für Herbst, nur nicht der Hochsommer. Hochsommer ausgenommen, aber der Rest des Jahres. Abdeckscheiben verhindern sehr viel Energieverlust über die Wasseroberfläche. Und das ist der höchste Energieverlust, Temperatur, den wir haben. Dann macht es Sinn, die Abdeckung wieder draufzusetzen. Ob wir da jetzt Röhren oder LED drin haben, erstmal vollkommen egal. Und wenn wir eine Abdeckung haben, macht es auch Sinn, die Abdeckung abzudecken. Wenn, je nachdem, die sind ja ganz unterschiedlich aufgebaut, wir können Klappen haben, wir können solche Abdeckplatten haben, das ist erstmal vollkommen egal. Auf jeden Fall zumachen. Zu ist wichtig. Das ist der stärkste Verlustfaktor am Aquarium. Nicht irgendetwas anderes. Ja, wo wir gerade beim Thema Beleuchtung sind, spannend ist ja auch die Frage, wenn wir die LED dimmen, können wir damit Energie sparen?
Ich verrate es mal ganz kurz vorweg, ja, können wir. Und was wir jetzt mal machen wollen, wir wollen auch mal wissen, wie viel. Das heißt, wir nehmen mal die LED. Packen die hier in das Aquarium. So, stellen sie auf die stärkste Stufe. Genau andersrum, so. Da sehen wir schon, wie hell tatsächlich volle Pulle ist. Und jetzt wird es natürlich spannend, wenn wir können die in 8 Stufen dimmen. Und wir fangen mit der Kamera einfach mal die Strommessuhr ein. Und jetzt gehen wir Stufe für Stufe einen runter. Da muss ich ein Momentchen warten. Der müsste sich gesenkt haben. Ich gehe noch einen Wert runter, eine Stufe. Das dauert mal ein kleines Momentchen. Dann gehen wir noch eine runter. Und ihr seht wieder, wie viel pro Dimmstufe das tatsächlich bringt. Und ganz spannend ist, wir sind also jetzt ungefähr da, was Leuchtstoffröhren bringen. Und wenn wir jetzt noch eine runtergehen, dann sind wir, jetzt gucke ich mal ganz kurz, schon bei um die 7 Watt. Das ist natürlich schon wirklich deutlich weniger, als wir ursprünglich mal mit 37 Watt hatten. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf der geringsten Dimmstufe. Genau, weiter runter geht es nicht. Und das ist ja schon mal wirklich ein Anhaltspunkt. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Das fand ich sehr, sehr spannend, einfach mal zu gucken, wie viel sparen wir, wenn wir eine LED dimmen. Und es ist ja tatsächlich so, dass wir nicht immer mit der maximalen Leistung arbeiten müssen. Wir können tatsächlich auch mit einer etwas geringeren LED-Leistung arbeiten, weil wir ja Licht im Überschuss tatsächlich haben. Ja, interessante Information. Und damit haben wir eigentlich schon mal gesehen, Abdeckung, LED, Leuchtstoffröhre ist der stärkste Faktor, wo wir wirklich enorm was einsparen können. Das wäre auf jeden Fall Schritt Nummer 1, der am wichtigsten ist. Lichtdauer noch mal ganz kurz. Die Tropenlichtdauer, also in den Tropen, der Tropentag ist 10-12 Stunden lang, je nachdem, wo wir uns genau befinden. Das sollten wir natürlich im Aquarium simulieren. Jetzt kommt aber tatsächlich ein Faktor zum Tragen. Die 10 Stunden reichen dicke aus. Wir können tatsächlich sogar auf 9 Stunden runtergehen. Wenn ihr natürlich jetzt sehr früh morgens aus dem Haus geht und vorher noch das Aquarium sehen wollt und abends lange aufbleibt bis 11, 12 Uhr oder sonst was, dann macht ihr einfach eine Mittagspause mitten rein. Die bringt nichts gegen Algen, wird immer gerne erzählt. Haben wir keine positiven Erfahrungen mit. Aber sie hilft tatsächlich, die Energie, die Gesamtleuchtdauer zu reduzieren auf diese 10 oder 9 Stunden. Und in dem Moment ist alles gut. Schließen wir das Thema Beleuchtung ab. Wir können natürlich noch die Radikallösung wählen. Wir schalten die Beleuchtung aus. Jetzt stellen wir unsere Fische noch um auf blinde Höhlensalmler aus Mexiko. Die leben tatsächlich dort in den Höhlen. Da ist kein Licht. Und damit haben wir schon mal den gesamten Faktor Licht eingespart. Aber das war natürlich ein Spaß. Wir brauchen ja, wenn wir Pflanzen haben und so, brauchen wir Licht. Kommen wir zum Thema Filterung. Filterung ist spannend, weil viele meinen, dass der Filter viel mehr Strom verbraucht, als er wirklich verbraucht. Es geht schon mal im Kauf los. Ich kann euch nur empfehlen, schon bei der Anschaffung eines Filters auf die Wattzahl zu gucken. Wir haben so dramatische Unterschiede in der Wattzahl bei Innen- und Außenfiltern zwischen verschiedenen Herstellern, dass es wirklich Sinn macht, da mal drauf zu gucken. Ich habe mal für ein 300-Liter-Aquarium einfach mal wahllos geprüft und habe gefunden, dass es Filter gibt, die 24 Watt verbrauchen und der JBL-Filter für die gleiche Aquariengröße verbraucht 11 Watt. Nur mal als Beispiel, dass es da große Unterschiede gibt und es für euch wirklich Sinn macht, bei einer Neuanschaffung drauf zu gucken. Rechnerisch lohnt es sich kaum, einen Filter wegzuwerfen, auch aus Umweltgründen natürlich, und sich einen neuen zu kaufen, weil er 5 Watt weniger verbraucht. Also das dauert wirklich Jahre, bis ihr diese Wattzahl dann raus habt. Aber bei einer Neuanschaffung ist es klasse. Wir gucken jetzt mal auf die Filter drauf. Ich habe mal einen Innenfilter mitgebracht. Den stelle ich einfach mal hierher. Und ich habe einen Außenfilter mitgebracht. Und auf den Filtern stehen die Verbräuche drauf. Oben gibt es eine Tabelle. Und auf dieser Tabelle sind die ganzen Filtergrößen drauf mit den entsprechenden Literzahlen, wo wie viel Liter schafft der Filter pro Stunde, für welches Aquarium ist er geeignet. Und dann natürlich der Stromverbrauch mit der Wattzahl.
Und das ist natürlich eine gute Sache, weil da könnt ihr euch orientieren. Ich habe so und so viel Liter Aquarium. Welchen Filter brauche ich? Das ist der Außenfilter. Das gleiche machen wir jetzt tatsächlich auch noch mal ganz kurz beim Innenfilter. Da gibt es auch so eine Tabelle hier, denn auch die Innenfilter gibt es in verschiedenen Größen. Da ist es bei JBL allerdings so, dass wir nur zwei Pumpengrößen verarbeiten, dass wir für die kleineren Filter eine Pumpenleistung haben und bei den größeren Filtern haben wir eine andere, eine etwas stärkere Pumpenleistung. Das ist etwas, was für euch ganz wichtig ist, denn da könnt ihr natürlich auch sparen. Und jetzt wieder daran denken, was wir im C-Life gehört haben. Die Stromverbraucher, die 24 Stunden am Tag laufen, das sind die, über die wir uns unbedingt Gedanken machen sollten. Und dazu gehört der Filter. Bitte nicht am Filter sparen, indem ihr den nachts ausstellt. Das wäre ein kapitaler Fehler, den ihr machen könntet. Dabei passiert natürlich Folgendes. Im Filter durch den Wasserdurchfluss wird immer Sauerstoff in den Filter transportiert. Sobald der Filter ausgestellt wird, bei einer Fütterung ist das kein Problem mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, gar kein Ding. Aber ansonsten, die Biologie bricht zusammen, der Sauerstoffgehalt im Filter sinkt. Wenn ihr dann morgens die ganze Nacht den Filter aushattet oder Stromausfall, gleiche Situation, ihr stellt ihn morgens wieder an, nach über zwei Stunden Stillstand, dann haut ihr die ganze Suppe mit der toten Biologie, Bakterien, alles, was im Filter war, ins Aquarium. Dann habt ihr ein massives Problem mit großer Wahrscheinlichkeit, ein sofortiges Fischsterben und das wollen wir nicht. Also insofern Filter bitte immer 24 Stunden laufen lassen. Es geht um das Thema Luftpumpe. Die wichtigste Frage ist tatsächlich, brauchen wir unbedingt überhaupt eine Luftpumpe? Da kann ich euch nur den Tipp geben, messt mal den Sauerstoffgehalt und zwar bitte morgens. Morgens, nachdem die Nachtphase rum ist, ist der Sauerstoffgehalt im Aquarium am niedrigsten und in dem Moment ist es sinnvoll, den Sauerstoffgehalt zu testen. Sollte er über 5 Milligramm pro Liter liegen, mit großer Wahrscheinlichkeit verspreche ich euch, ist er bei 7, 8 und vielleicht sogar noch höher, ist alles in Ordnung. Wir reden überhaupt nicht über eine Luftpumpe, die kann ganz weg. Alles, was wir an Technik nicht brauchen, ist der beste Stromverbrauch, den es nur, der beste Einsparung beim Stromverbrauch, die es nur gibt. So, jetzt kommen wir aber wieder zur Pumpe. Wann brauchen wir sie wirklich? Es gibt zwei Situationen in der Aquaristik, wo eine zusätzliche Durchlüftung im Aquarium tatsächlich benötigt wird. Das ist häufig bei Medikamentierung, wenn ihr Medikamente einsetzt. Und wenn ihr zum Beispiel Algenmittel einsetzt, denn wenn die Algen absterben, werden sie biologisch abgebaut, es wird Sauerstoff verbraucht und der Sauerstoffbedarf des Aquariums steigt. In dem Fall ist eine Durchlüftung, eine zusätzliche Durchlüftung sinnvoll. Ein Faktor ist interessant, der ist relativ neu. Es gibt Aquarien, wo der Filter nicht von oben das Wasser zurückfördert und die Wasseroberfläche bewegt, sondern durch Bohrungen das Wasser wieder ins Aquarium zurückgefördert wird. Dabei besteht tatsächlich die Gefahr, dass die Wasseroberfläche ruhig bleibt, zu wenig Sauerstoff im Wasser ist und wir müssten durchlüften oder alternativ, wir machen das Ausströmrohr ein bisschen höher, dass die Wasseroberfläche wieder bewegt wird. Die Wasseroberfläche ist das Element, wo Sauerstoff ins Aquarium transportiert wird. Nochmal zurück zur Luftpumpe. Wir wollen ja Energie einsparen. Wenn wir sie gar nicht brauchen, super. Wenn wir sie brauchen, setzen wir sie nur ein in der Zeit, wo wir sie brauchen. Danach wird sie wieder ausgeschaltet. Es gibt eine weitere Situation, wo wir Luftpumpen vielleicht brauchen, wenn wir ein extrem stark bepflanztes Aquarium haben. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff, aber immer nur während der Beleuchtungsphase, also tagsüber. Nachts passiert das Gegenteil. Auch die Pflanzen verbrauchen Sauerstoff. Zwar etwas weniger, als sie tagsüber produzieren, sonst würde unser globales System auf diesem Planeten nicht funktionieren. Aber sie verbrauchen tatsächlich etwas Sauerstoff und es kann nötig werden, Aquascaper kennen das mit ganz, ganz vielen Pflanzen im Aquarium, dass sie tatsächlich nachts durchlüften müssen. Also genau andersrum, nicht tagsüber, sondern nachts. Und damit ist das Thema Luftpumpe schon durch. Bei den meisten absolut nicht nötig. Und bitte nicht provisorisch einfach so, es ist ja besser, eine Luftpumpe ans Aquarium hängen, weil die Luftpumpe hat auch einen deutlichen Nachteil. Sie produziert zwar einen höheren Sauerstoffgehalt, aber die Art und Weise, wie sie ihn produziert, treibt uns CO2 aus dem Wasser aus. Und CO2 ist das, was die Wasserpflanzen brauchen. Und wenn wir eine Durchlüftung ganz stark laufen haben, jagen wir unser CO2 raus. Das ist, als ob ihr eure Colaflasche schüttelt, bevor ihr sie trinkt. Dann schmeckt die nicht mehr und das ist der gleiche Effekt. Das zum Thema Luftpumpen. Kommen wir zum Thema Heizung.
Und wir beginnen mal mit der Heizung, die wir zum Teil ganz ausstellen können, die Bodenheizung. Eine Bodenheizung hat nicht die Funktion, das Wasser zu erwärmen. Dafür ist sie nicht da. Dafür haben wir in der Regel einen Regelheizer. Darüber reden wir gleich. Die Bodenheizung erzeugt an einem Heizkabel warmes Wasser, was aufsteigt, und zwischen den Heizkabeln kälteres Wasser, was nachfließt. Und damit haben wir eine Zirkulation im Boden. Spült Nährstoffe an die Pflanzenwurzeln. Dafür ist sie da. Pflanzen wachsen besser. Jetzt aber das Interessante, ich habe noch mal mit einer Pflanzenspezialistin gesprochen, brauchen wir die Bodenheizung tatsächlich nachts? Und sie sagt, darüber hat sie noch nie nachgedacht. Ich auch nicht. Erst beim Thema Energiesparen überlege ich natürlich, wo können wir denn was ausstellen? Die Bodenheizung können wir nachts ausstellen. Die Pflanzen sind ja tagsüber, wenn Licht da ist, in ihrer Aktivitätsphase und brauchen Nährstoffe, weil sie Photosynthese betreiben. Wenn sie aber nachts nichts machen, in dem Moment brauchen sie auch keine Nährstoffe an den Pflanzenwurzeln. Und wir können tatsächlich die Bodenheizung mit dem Licht zusammen in der Schaltuhr haben. Morgens Licht an, Bodenheizung an, abends Licht aus, Bodenheizung aus. Toll, Thema durch. Damit können wir schon mal 50% Energie bei einer Bodenheizung einsparen. Kommen wir zum Regelheizer. Regelheizer machen das, was der Name schon so ein bisschen sagt. Sie regeln unsere Wassertemperatur ein. Und das ist ein bisschen größeres Thema. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, wenn auf einem Heizer 100 Watt draufsteht, wie viel Watt hat er denn wirklich? Denn er heizt ja nicht die ganze Zeit. Er erwärmt das Wasser einmal. Wenn ich das aber gleich mit 25 Grad einfülle, als Beispiel, dann muss er das gar nicht mehr erwärmen. Und dann muss er nur noch die Temperatur halten von 25 Grad. Also wie viel Watt bleiben übrig, wenn wir 100 Watt Heizer haben, als Beispiel? Kommen wir zu, erkläre ich, gibt es eine Rechnung für, kann jeder von euch selbst sich ausrechnen. Die nächste spannende Sache ist natürlich, auf wie viel Grad stellen wir unser Wasser ein und können wir da was einsparen? Ganz klares Ja, können wir. Viele Aquarienfreunde haben ihre Wassertemperatur auf über 25 Grad stehen. Wenn Sie Fische züchten wollen, die tatsächlich warmes Wasser brauchen, Beispiel Discus, Altum, Elwese und so weiter, dann müssen wir in Richtung 30 Grad gehen. Wenn wir aber unsere normalen Arten haben, die wir im Aquarium pflegen, können wir die Wassertemperatur ganz klar auf 25 Grad einstellen, nicht auf 27 oder 26. Und jedes Grad, was wir runterregeln, wir können es ja oben einstellen, am Einstellrad, das ist etwas, wo wir wirklich Energie sparen. Kommen wir jetzt zu der Rechnung, wie viel Watt hat so ein Heizer dann wirklich? Wie viel Wattstunden? Es wird ja immer mit Leistung pro Zeiteinheit gerechnet, wie viel Wattstunden können wir einsparen. Also die Rechnung ist folgendermaßen. Ihr braucht die Temperaturdifferenz zwischen eurer gewünschten Aquarientemperatur, zum Beispiel 25 Grad, und da spielt jetzt die Höhe tatsächlich eine Rolle, 26 wäre ja schon wieder eins mehr, 25 Grad und eurer Raumtemperatur. Wenn eure Raumtemperatur zum Beispiel 20 Grad beträgt, etwas niedriger als das durchschnittliche Wohnzimmer in Deutschland, dann hättet ihr 5 Grad, die ihr aufheizen müsst. Habt ihr aber schon 22 Grad im Wohnzimmer, braucht ihr nur noch 3 Grad aufzuheizen. Dann braucht ihr die Literzahl. Die solltet ihr wirklich wissen. In diesem Falle 80 Liter. Den Nettoliterinhalt kann man auch mal durchaus ein bisschen berechnen, indem man nicht nur die Aquarienmaße nimmt, sondern den Wasserstand und dann vielleicht noch 5 Liter für Steine abzieht oder für Boden oder sowas. Also ein Nettoliterinhalt, aber ihr könnt auch die ganze Literzahl nehmen. Und dann ein Faktor, 1,16. Und wenn ihr die multipliziert, bekommt ihr die Wattstunden raus. Und die Wattstunden könnt ihr wiederum in euren Stromrechner online eingeben. Und dann wisst ihr, wie viel ihr wirklich verbraucht beim Heizer. Und das ist eine spannende Sache. Denn erstmal ist der Heizer das technische Gerät am Aquarium mit der höchsten Wattzahl bei etwas größeren Aquarien. Denn da stehen dann 300 Watt drauf. Das schafft nicht mal die Beleuchtung. Und der Heizer ist 24 Stunden an. Eben mit der Regelfunktion, aber er ist auf jeden Fall 24 Stunden in Betrieb, nennen wir das einfach mal. Ja, was ist beim Heizer noch zu bedenken? Kleiner oder großer Heizer? Macht es Sinn, eher an der unteren Grenze des Heizers zu arbeiten? Also wenn wir für 80 Liter, wir wollen es um 5 Grad erwärmen, das Wasser, weil die Zimmertemperatur 5 Grad unter der gewünschten Aquarienwassertemperatur liegt, dann brauche ich einen Heizer mit, sagen wir mal, 100 Watt. Macht es jetzt Sinn, einen 300 Watt Heizer zu nehmen? Der hat ja viel mehr Leistung, ist wie so ein Tauchsieder, rein, klack, an, erwärmt und gut. Nein, macht es nicht.
Warum nicht? Aus technischen Gründen. Diese Heizer haben drin eine An- und Abschaltung bei der Temperatur. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn der Heizer an sich selbst, am Heizstab selbst, eine höhere Temperatur erzeugt, dann stellt er sich sofort wieder aus. Und dann muss er dauernd an, aus, macht keinen Sinn. Also wählt den Heizer. Auf dem Heizer sind auch Tabellen in der Regel drauf. Da kann man sehen, wie groß der Heizer sein sollte. Wählt den Heizer tatsächlich wirklich zu eurer Aquariengröße richtig aus. Beim Filter könnt ihr gern eine Nummer größer nehmen, aber beim Heizer tatsächlich zur Aquariengröße und Raumtemperaturdifferenz, Aquarien, Wassertemperatur, und dann ist alles perfekt. Ihr habt den richtigen Heizer und der Stromverbrauch ist nicht so hoch wie das, was draufsteht. Deutlich, deutlich geringer. Beim Thema Wassertemperatur können wir natürlich noch folgenden Gedankengang haben. Wir wählen einfach Kaltwasserfische. In dem Moment brauchen wir überhaupt keinen Heizer. Ist eigentlich richtig gedacht. Aber die echten Kaltwasserfische, wie wir sie nennen, jemand, der in Malaysia wohnt, kennt keinen Kaltwasserfisch, da haben wir eine Lufttemperatur von 30 Grad. Aber hier in Mitteleuropa nennen wir Kaltwasserfische, die so ein Temperaturoptimum zwischen 16 und 20 Grad haben, so in dem Bereich. Ja, da brauchen wir zwar keinen Heizer, aber sobald es wärmer wird, brauchen wir Kühlung. Nun verbraucht die Kühlung nur 3 oder 4 Watt, ist also deutlich geringer als ein Heizer. In dem Bereich ist es richtig gedacht, aber ansonsten sehr schwierig. Also ich will nicht sagen, lasst die Finger weg von Kaltwasserfischen, aber es ist deutlich problematischer. Es gibt aber eine Tiergruppe in Aquarien, die mögen auch keine hohen Temperaturen. Das sind die lieben Axolotl. Axolotl kommen aus Hochlandregionen, früher Mexico City, liegt auf einer ziemlichen Höhe in Mexiko, und da ist sehr kaltes Wasser. Und die Axolotl mögen wirklich keine 25, 27, 30 Grad. Also sie wären ideal für ein Kaltwasser-Aquarium ohne Heizung, aber sobald es wärmer wird, reden wir wieder über Kühlung. Und damit ist wieder klar, dass wir mit 25 Grad gut fahren, und damit haben wir das Thema Wassertemperatur und Kühlung. Jetzt kommen wir zur letzten Möglichkeit, Energie einzusparen. Und das ist ein Thema, wo ich mich vertan habe. Ich hätte gedacht, dass die Isolierung des Aquariums ein entscheidender Faktor sein kann. Ist es aber tatsächlich nicht. Mein Gedankenfehler war einfach, dass wir, wie bei einem Haus, eine echte Isolierung in der Temperatur brauchen, und das ist beim Aquarium nicht der Fall. Unsere Aquarienwassertemperatur liegt ja nur um ungefähr 3 Grad über der Raumtemperatur. Das heißt, wir isolieren nur 3 Grad. Wir haben ja schon mal unterm Aquarium unsere Isolierung, nämlich unsere Matte gegen Glasbruch, damit das Aquarium schön sicher und gut steht. Das ist eine Isolierung, die schon mal da ist. Jetzt ist die Frage, bringt es uns etwas, wenn wir jetzt noch so eine Isomatte hinter das Aquarium, an die Seiten des Aquariums und die ganz harten vor das Aquarium, wenn wir noch eine weitere Isolierung durchführen? Und da haben wir ein bisschen getestet und gemessen und haben festgestellt, dass dieser Effekt zwar nicht null, aber fast gleich null ist. Und das war interessant. Leider, denn ich hätte es natürlich auch toll gefunden, diese Isomatten sind ja nicht so ganz teuer, dass man einfach mit einer Isolierung ein bisschen mehr bewirken kann. Also ihr könnt es gerne machen, es bringt aber tatsächlich nicht viel. Denkt dran, ich wiederhole nochmal ganz kurz, die interessantesten Verbraucher sind die, die 24 Stunden laufen. Das ist die Heizung, also Tierbesatz danach auswählen, Temperatur 25 Grad. Es ist der Filter, der 24 Stunden läuft. Achtet darauf, dass der Filter danach ausgewählt wird, dass er möglichst wenig Watt für die richtige Literzahl Aquarium hat. Und dann haben wir eigentlich schon zusammen mit der Beleuchtung natürlich, Abdeckung, Wärmeverlust über die Oberfläche. Das sind die wichtigsten Faktoren. Isolierung. Wenn ihr noch Lust habt, dann macht es.